Eine Woche lang haben wir über Familie Dix aus Freimersheim in Rheinhessen berichtet. Eine Familie mit bunter Hundi. Und gleich sind alle Lieben hier bei mir auf dem Sofa. Aber vorher habe ich noch ein paar Woche für Sie. Ulis heißt beim Abendessen mit Frau Dix. Familie Dix aus Dixersheim. 3 Monate haben wir die dreiköpfige Familie begleitet. An ganz gewöhnlichen und besonderen Tagen. Zum Beispiel bei ihrem musikalischen Auftritt an der 5. Erbsensortfeier des Dorfes. Doch es gab nicht nur schöne, sondern auch 1250 Momente. Etwa den, als Niklas überraschend musste. Nicht zu vergessen, die Gumpenhäuser-Affäre. Clemens, du hast Elisabeth die Gummibärchen weggegessen. Das gibt gerade hier ein Drama. Aber meist ging es recht lustig zu bei Familie Dix. Ach ja, in Urlaub sind sie auch noch gefahren. Und wieder in Urlaub gefahren. Wir von der Landesschau Pfalz-Anbrenn haben bei Familie Dix jedenfalls eine Sache gelernt. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und jetzt sind sie alle bei mir hier auf der Couch. So voll war ich auch noch nicht. Und ich begrüße jetzt erstmal der Ilka, der Niklas, die Mama Rainer, der Papa Thomas, Papa Elisabeth, der Sebastian, Johanna, Theresia, der Clemens und die Clara. Und die Clemens und die Clara. Und die Clara. Und die Clemens. Schön, dass ihr alle da seid. Mensch, 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 Mens